Okay, ich musste nur kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Weil, wenn ich mich so erschrecke, dann, und ich so rumzappele, dann fällt manchmal der Stecker vom Ton raus. Ja, das wäre ein bisschen blöde. Also, ist das eine Art Endgegner jetzt? Sowas? Irgendwie? Kann das sein? Dass wir die jetzt, oder damit wir da durch können, das kann auch sein. Ich weiß gar nicht, aber da unten waren noch Kalmarviecher. Weil ich möchte halt keine von den Videos verpassen, ne? Wisst ihr ja. Deswegen muss ich mal gucken, wo wir lang müssen. Ja. Wir scheinen hier lang zu müssen. Okay. Das geht. Das geht. Okay. Ach. Also wir können auf jeden Fall drunter durch. Das ist schon mal gut. Ich bin ganz nah am Boden, weil ich habe echt Angst vor dieser Maus. Ich will nicht sogar sagen, Panik. Nee, da können wir noch nicht durch. Das geht noch nicht. Da müssen wir es erst frei machen. Alter. Ich habe Angst. Mann, das gibt's doch nicht. Wir können gar nicht mehr zurück, ne? Ist ja doof. Also, falls ich. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Falls ich. Was wollte ich sagen? Falls ich. Ich sollte nicht so laut sein, aber. Alter. Hab ich mich schon wieder erschrocken? Es gibt es doch einfach nicht. Na, 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 na. Oh, Mann, 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 Mann. Ach Quatsch, da. Nuna muss da doch hin. Ich muss nicht. Nein! Na! Ich muss nachdenken. Oh, Mensch! Ich glaube, wir müssen die auf ihr Kopf fallen lassen. Da muss Fuchs nach unten. Alter! Das macht mich gerade wahnsinnig. So. Na, schmeckt dir das, hä? Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Aber ich weiß gerade nicht, was wir sonst machen müssen. Vielleicht kriegt die ja Magenprobleme. Ich meine, kann ja sein. Warte mal. Ich glaube, wir müssen die nach hinten bringen. Nein, pass auf. Mensch, Fuchs. Tu mir das nicht an. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Wenn ich die nach unten. Vielleicht muss ich das wieder wie vorhin machen. Ja, das ist zu zweit natürlich auch wieder einfacher. Denke ich. Na? Ja, super. Hat geklappt. Aber ich komme da jetzt nicht mehr zurück. Jetzt muss Fuchs nochmal zurück. Oh Scheiße, das geht nicht mehr. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Es war keine so gute Idee, dass Fuchs hinterher schwimmt.
Scheiße. Ah, okay. Nein! Also ich glaube, da drunter durch kann man nur oben drüber nicht. Okay, kann man doch nicht. Oh, es war richtig dämlich. Och nee. Ach so. Oh, ich dachte, ich muss gerade. Ich dachte gerade, ich muss alles nochmal von vorne machen. Oh, ich muss mich kurz ausruhen, einfach. Entschuldigung, das ist schon wieder zu viel für mein Herz. Gucken, ja. Aber spielen. Boah, mich nimmt das immer so mit. Es tut mir leid, also. So als Let's Play könnte ich das wahrscheinlich auch problemlos gucken, aber selber spielen ist für mich immer ein bisschen krasser. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Okay, hier können wir hier durch. Aber die Grafik sieht richtig gut aus. Hier mit dem Wasserfall, das ist richtig schön. Muss ich noch mal anmerken. Ich glaube, wir können. Nee, wir können hier nicht mehr weiter. Die Strömung ist zu stark. Wir müssen irgendwie das Boot da durchbekommen. Aber wie soll ich das machen? Wir müssen irgendwie den Geist in die andere Richtung lenken. Schieben. Nuna, pass bitte auf. Es ist immer sehr riskant, unter der Maus durchzutauchen. So müsste es aber funktionieren. Ja, und das Boot. Achso, gut, das Boot bleibt aber stehen. Das ist super nett von dir, Boot. Also das Boot lebte, glaube ich, auch und hilft uns immer. Ist unser bester Freund. Wie heißt das nochmal? Ich hab gerade voll vergessen, wie diese Bootart hieß. Sonst würde ich das so nennen. Deswegen sage ich einfach weiterhin Boot. Ja, wow! Das hat ja super geklappt. Das war zu schnell. Ich habe auf die Maus geguckt, die eigentlich eine Ratte ist. Oh, ich glaube, das war ihr Schwanz. Alter Falter, ey. Ich würde mich ja entschuldigen, aber die Maus ist böse. Okay, speichert. Speichern ist immer ganz gut. Ja, wow. Super. Toll. Ich kann mich da nicht zufällig. Nein. Oh, also im DLC muss man auf jeden Fall auch wieder viel Teamarbeit machen. Das heißt, es eignet sich auch super für zwei Spieler. Würde ich mal so vermuten. Ich kann es hier nur nicht ausprobieren. Hallöle. Hallöle. Geht der nicht nach unten? Oder hat er keine Lust heute? Mist. Okay, das ist jetzt knifflig. Ein wenig. Also das Boot ist jetzt schon mal da, aber es bringt mir gerade irgendwie auch nichts, oder? Doch, warte mal, oder?
Warte mal. Hallo? Der Fuchs hängt fest. Das ist ja scheiße. Oh nee, ich hasse sowas. Das passiert in diesem Spiel leider ziemlich oft. Dass Fuchs irgendwo festhängt. Oh, das ist ja richtig kacke. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Zum Glück. Okay, wir müssen... Warte mal. Ich probiere nur kurz mal was. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, glaube ich. Schade. Muss ich das doch... Doch! Es geht. Okay. Super. Das tut mir aber leid. Fuchs, du musst aber den noch mal anders hinmachen. Sonst kommen wir da nicht durch. Ja, so. Och nee. Ist doch nicht dein Ernst, Mensch. Ah, okay. Superbe. Oh, geschafft. Ach, Mensch. Diese innere Anspannung immer. Das macht mich schon fertig wieder. Ich knie mich da immer so rein, Mensch. Okay, aufpassen, wo sie als nächstes auftaucht. Okay, da oben. Auf ihrem Thron in der Höhle. Ja, wow. Das ist sehr spaßig. Aber ich finde es gut. Jetzt auch mit ich sag mal, mit Bosskampf, sag ich mal so. Also wenn man einen Gegner hat. Ja gut, ein bisschen brutal schon. Aber wir stechen die Maus jetzt nicht ab oder so, ja. Das finde ich halt ganz gut. Das hat man ja auch nicht mehr in allen Spielen, dass sie so, ich sag mal, harmlos sind. Mist, ich war fast da. So, nehmen wir mal den... Oh nee, nicht noch so ein Kackrätsel. Okay, ich glaube, Fuchs muss die Maus ablenken. Warte mal. Erstmal muss... der hier weg, sonst geht das nicht. Komm mit! Komm mit, Kumpel! Hier ist es viel schöner. Hä, oder? Muss man die Steine weg? Doch. Muss man. Och nee, das ist doch kacke. Dieses Mistdrecksvieh, ne? Jetzt frisst das doch. Warte mal. Jetzt frisst mir das doch den Stein weg. Ich frage mich, wenn das Vieh die ganze Zeit Steine isst, was hat das für Magen? Müsste das nicht Magenprobleme bekommen und kotzen oder was auch immer? Oder verenden? Ja, so könnte es gehen, aber... Ich glaube, wir müssen schon wieder... Das gibt's doch nicht. Warte mal.
Hallo? Drecksmistvieh, ne? Ich muss gerade ein bisschen ausprobieren. Es geht irgendwie alles nicht. Dauert irgendwie alles viel zu lange. Warte mal. So. Wenn wir jetzt den Stein werfen, ja? Dann schnell wechseln. Fuck it! Es muss aber so gehen. Ich bin einfach nicht schnell genug. Ich bin nicht schnell genug, es geht nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da jetzt dran gesessen habe. Kann sein, dass ich doof bin oder so, aber boah, eine gefühlte Ewigkeit. Oh, scheiße. Ich glaube, ich weiß wenigstens, warum wir das machen mussten. Jetzt hat das blöde Scheiß-Miststück-Vieh. Ich bin jetzt richtig sauer auf dieses Miststück, weil ich so lange dafür gebraucht habe. Ja, jetzt kann das nämlich nicht mehr nach da unten und auch nicht mehr hier vorne hin. Das heißt, es hat keine Ausweichmöglichkeit. Es kann nur noch oben bleiben. Boah, meine Fresse. Und dann können wir dem. Aua. Ja, es tat total weh. Nee, ich habe keine Ahnung. Jetzt können wir den scheiß Mistvieh in seinem blöden Rattenschwanz ziehen, ey. Ich habe nichts gegen Mäuse und Rattenschwänze im Gegensatz zu meiner Mutter. Aber dieses scheiß Mistvieh, ne? Boah. Das ist doch nicht wahr, ey. Keine Ahnung, warum ich da jetzt so lange gebraucht habe, aber mein Kopf tut weh, ey. Oh. Das Stück. Ich hasse. Ich hasse dieses Mistvieh. Ich bin jetzt einfach mal Fuchs hinterher gelaufen. Hui, 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 hui.
Anahuding hasin katagala roaming uyang nin aglan aving akpak kibiruk imegme hasi matukahuni ukak don roaming Yek tulla pahuding angilya mon olaktut akilek kaklugo aving akpak. Ja, wir waren da mal kurz weg, ne Riesenmaus besiegen. Ich klinge mir kubetja hutik. Ach was? Cool. Die hatten sie doch gejagt. Ich dachte, die wollten die töten. Weil die haben wohl nur gespielt. Deswegen sind die der hinterhergelaufen, oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Respekt für alle Dinge. Oh, meine Güte. Ini lagi sulit teman nak kepalok, kepak semarok. Tapi awing ngakpak si suruk kepalamik narramun. Si kubin lepak lu kepalok teman nak. Wie war das Wings? Es Wings, da erzählt man sich auch nicht. Uwona unipkak takna panigum ukoti gisukka. Da erzählt man sich ja auch immer Geschichten, wie diese Nase da abgefallen ist. Oh Gott. Okay, die Credits hatten wir ja eigentlich schon, aber ich lasse sie kurz mal ein Stückchen weiterlaufen. Ich muss erstmal. Oh. Okay, also dieses kurze DLC. Hat es aber trotzdem in sich, finde ich persönlich. Boah. Da haben wir mal eben einen Endgegner platt gemacht. ja, also die Geschichte hat mir gefallen. Naja, das Einzige, was halt wieder blöd war, der Fuchs hat sich zweimal festgebackt, aber darüber kann ich ihn wegsehen. Ich habe ihn ja noch wieder freigebekommen. Und eben beim Endgegner da, bei der Maus. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da echt lange festgesetzt jetzt, gesessen. Das war für mich zumindest ziemlich knifflig. Aber hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Und wenn ich die Soundtracks für Never Alone höre, oh, dann bin ich immer gleich so entspannt irgendwie. Das ist schön. Ich mag die Musik. Und das als Metal-Hörer. Nein, ist ja egal. Ja, ich muss mich erstmal ausruhen. Puh. Also die hat mich gerade mitgerissen, die Story, finde ich. Ich weiß nicht warum. Euch ging es wahrscheinlich nicht ganz so. Weil wenn man zuguckt, ist es immer anders, finde ich. Ich versetze mich da halt echt immer rein. Deswegen Entschuldigung, dass ich geschrien habe und ja, es ist halt so. Ich habe echt erschrocken. Ich glaube, der Ton geht nicht mehr. Mich echt erschrocken, als die Maus da unter Wasser kam. Da ich mich voll erschrocken. Ja. Wir haben die Credits ja schon im Hauptspiel gesehen, am Ende. Also falls euch das noch weiter interessiert, könnt ihr da mal nachgucken. Ich breche die jetzt erstmal ab. Achso, wir müssen den Kultureinblick noch natürlich schauen. Ich habe gerade Tonprobleme, die beseitige ich. Und dann gucken wir uns den letzten Kultureinblick nochmal an. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wir gucken uns jetzt das letzte Video an. So to really reinforce a new pack of values, the things that our elders identify that's important to them, we really thought of respect for all things, respect for the animals in particular in this case. And so we've added a prelude to the story. An experience with a little mouse is where Nuna and Fox, they forget to respect this little mouse. Something that my Uncle John just told us
is that you only go after animals if you intend to use it for food. You don't play with it. You don't mess around with it or tease it, even if it's all in fun. Well, once Sununa and Fox defeat the giant mouse, that's when they learn their lesson, where the mouse comes back to them, their little mouse, their friend. And this story, really, it's about respect for all things, respecting all animals all the time, never forgetting to respect them. And that's an essential Anupiaq value. It's one of the key things that our elders always talk about. Das finde ich super. Ich wünschte, bei uns würden die auch mal so denken. Aber nein. So, da hätten wir alles. Ich würde gerne wissen, wie euch das DLC Foxtails gefallen hat. Schreibt es doch bitte in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Ja, und das war jetzt Never Alone und das DLC Foxtails. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe eine Menge gelernt. Und ja, wow, das war schon nicht ohne eben mit der Maus. Ich weiß auch nicht, für mich war es, naja. Jeder hat ja so seine eigenen. Jeder reagiert anders drauf. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play. Ich werde auch noch mehr Spiele dieser Art spielen. Also so atmosphärische Spiele. Und da könnt ihr ja auch gerne mal reinschauen, wenn euch diese Art Spiele gefällt. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Ich freue mich drauf. Tschüssi!